Heyo Leute, Crymax hier und Rockstar Games hat soeben das Halloween-Event angekündigt, welches heute startet und bis zum 2. November geht. Ich werde euch in diesem Video einfach alle Sachen vortragen, die uns über dieses Event so erwarten. Das wäre einmal ein RP und ein Geldbonus bei allen Deathmatches. Dann gibt es noch spezielle Airdrops mit drei speziellen Shirts, die man nur über dieses Event bekommen kann. Das wäre einmal heute das Flash-FM-Shirt, morgen das Bobo-Shirt und am Sonntag das Feather 105-FM-Shirt. Ich denke mal, das sind alles drei auch wieder solche Radiosender-Shirts. Des Weiteren gibt es bei diesen speziellen Airdrops wieder Feuerwerks, Körper und Geld und RP. Und in der letzten Zeile von diesen Airdrops steht noch was richtig cooles. But be warned, you're not alone. Was so viel heißt wie, seid gewarnt, ihr seid nicht alleine. Und was das heißt, kann ich momentan noch gar nicht so sagen. Ich war leider noch nicht bei so einem speziellen Airdrop dabei. Es heißt einfach nur, ich erwarte dort irgendwas. Ich denke mal, euch wird irgendwas angreifen, wenn da schon steht, ihr seid nicht alleine. Keine Ahnung, was sein wird. Ich wäre richtig cool, wenn es Zombies wären, also wenn euch dort Zombies angreifen würde. Aber ich denke mal, so cool ist Rockstar Games nicht. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, was euch da erwartet, Leute. Ich war leider noch nicht dabei. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal so einen speziellen Airdrop miterlebt habt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Und zwar gibt es Masken und Hüte zum halben Preis, genauso wie orangene Waffentarnung, orangenen Reifenqualm und orangenen Fallschirmrauch. Des Weiteren ist Lesters Radar um 75% reduziert, sodass jeder Spieler die Chance hat, rumzuspuken. Und dann gibt es auch bei diesem Event wieder ein Snapmatic Contest. Wenn ihr bei diesem mitmachen wollt, dann müsst ihr einfach eure Bilder in dem Social Club hochladen mit dem Hashtag Trick or Treat. Und das waren eigentlich auch schon alle Features von diesem Event. Es sind nicht so arg viele. Ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, jedoch sind es trotzdem ganz coole Sachen und es lohnt sich auf jeden Fall, GTA Online anzuschmeißen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann zeigt mir das doch mit einem Like und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.